Rednerin ist die Kollegin Katrin Ebner-Steiner für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Das Thema Nachhaltigkeit ist aus unserer Sicht ein zentrales Anliegen, ein Kernanliegen der AfD. Der Unterschied zu Ihnen ist nur, dass wir das Thema sachlich angehen, volkswirtschaftlich, ökonomisch, rational, mit Menschenverstand, ohne Illusionen und ohne Ideologie. Ihnen geht es dagegen um Ideologie, um totale Gleichheit. Nachhaltigkeit ist bei Ihnen ein Mittel auf dem Weg zur totalen One World, ohne Unterschiede und ohne Grenzen. Das Gegenteil von Vielfalt, die Sie begrifflich genauso missbrauchen wie die Nachhaltigkeit. Dabei werden Sie Ihrem Ruf als Verbotspartei wieder einmal voll gerecht. Nichts anderes nämlich ist Ihr Gesetzesantrag, die Auswahl der Finanzinstrumente durch den Freistaat Bayern, das heißt der zugrunde liegenden Unternehmen, einzuschränken. Staatliche Eingriffe, Verbote, Gängelung zum Zweck ideologischer Zielerreichung. Darum geht es den Grünen in Wahrheit. Aber einmal angenommen, es sollte wirklich um echte Nachhaltigkeit gehen, also um die Ressourcenschonung. Dann ist der Weg, das über Finanzinstrumente des Freistaates Bayern zu erreichen, der falsche. Allerdings passt es zu Ihnen und ist nicht überraschend. Glauben Sie doch auch, das Weltklima, das globale Wetter von Bayern aus steuern und beeinflussen zu können. Das schafft noch nicht mal Deutschland, geschweige denn die EU. Sie schüren permanent eine emotionale Welle und Sie verspielen dabei unser Vermögen, ohne dass der Umwelt tatsächlich geholfen wird. Es wird generell Zeit, dass Politik sich nicht vom emotional aufgeladenen, gesteuerten Mainstream lenken lässt, sondern von Fakten. Im Übrigen ist Ihr Gesetzesentwurf heuchlerisch, denn Ihr grünes Gesamtprogramm hinsichtlich maßgeblicher Politikfelder spricht eine völlig andere Sprache als die Sprache der Nachhaltigkeit. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit? Ihr Antrag argumentiert mit allokativer Effizienz, Verhinderung von volkswirtschaftlichen Kosten durch Internalisierung externer Effekte, also die Allgemeinheit belastende Kosten. Das klingt gut und ist volkswirtschaftliches Einmaleins aus den Lehrbüchern. Sie selbst halten sich aber überhaupt nicht an diese Grundsätze. Drei entscheidende Themen seien daher herausgegriffen, die in der letzten Dekade unser Land schlechter gemacht haben. Ökonomisch ärmer, unsicherer und gespaltener. Und jetzt kommt es vor allem auch eins, unökologischer. Sehr deutlich wird das bei Ihrer Politik auf den Feldern Migration, Haftungsunion und Energiewende. Erstens Migration. Mit Ihrer Agenda, legale Fluchtwege zu schaffen, illegale Einwanderung in reguläre umzudeuten, erreichen Sie Folgendes. Deutschland wird zum Super-Einwanderungsland für alle wanderungswilligen Menschen dieser Welt. Dabei werden überwiegend junge Männer angezogen, die direkt in unsere Sozialsysteme einwandern, ohne einen volkswirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Denn es sind gerade die Herkunftsländer, die genau diese Menschen brauchen, während sie hier bei uns meist nicht zurechtkommen. Ihre Migrationspolitik ist volkswirtschaftlich eine gigantische Fehlallokation des Humankapitals. Ihre Migrationspolitik ist Wahnsinn. Sie ist das krasse Gegenteil von Nachhaltigkeit. Zweitens Haftungsunion. Die Haftungsunion, die Sie forcieren, ist zunächst eine Verletzung des Maastrichter Vertrages, worunter die deutschen Sparer leiden. Schlimmer aber. Mit ihr verfestigen sich die Verschuldung der Südeuropäer. Die Haftungsunion raubt ihnen auf Dauer die Wettbewerbsfähigkeit und macht sie abhängig von den Gläubigern in Nordeuropa, insbesondere Deutschland. Die Gläubigerländer sitzen entsprechend auf Forderungen, die faktisch nichts wert sind. Der Tagessaldo Deutschlands liegt mittlerweile bei 1 Billion. Dadurch erzwingen sie dauerhaft Niedrig- und Negativzinsen. Nachhaltigkeit, auch hier Fehlanzeige. Und zuletzt das dritte Feld, die Energiewende. Sie ist alles, nur nicht nachhaltig. Fazit: Das Ziel der Nachhaltigkeit verfolgen auch wir. Dieser Gesetzesentwurf ist dabei völlig ungeeignet. Im Gegenteil, nach grüner Manier wird neue Bürokratie geschaffen, die Ressourcen, die Kosten und damit auch Steuergelder verschlingt. Stichwort Green Deal. Wir lehnen dieses Gesetz ab. Vielen Dank. Als nächstes spricht für die Freien Wähler der Kollege Bernhard Pohl.